Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von City Bus Managers. Aus der schönsten Stadt der Welt, Hamburg. In der letzten Folge, da habe ich ja hier auch angefangen, die Buslinie 9 sozusagen zu planen. Oder besser gesagt, den Linienweg habe ich ja hinzugefügt. Und jetzt müssen wir erstmal noch ein bisschen den Sparplan noch ein bisschen weiter durchführen und auch noch weitere Fahrzeuge beschaffen. Und auch nebenbei so ein bisschen dran arbeiten, dass ich die Linie dann auch als nächstes dann mit in den Betrieb aufnehmen kann. Und vielleicht auch noch ein paar Sonderfahrzeuge für Sonderverkehre oder Verstärkungsfahrten sozusagen, ne? Man kann schon gut sehen, dass die 4 wieder relativ sehr stark besucht ist oder sehr stark frequentiert ist vor allen Dingen. Wahrscheinlich auch durch dieses eine Stadtfest, vermutlich. Sonst Verstärkerfahrten auf der 4. Auch nur Verstärkerfahrten. Aber auf jeden Fall für den Einsatz von Hestrams auf jeden Fall unausweichlich, dass wir die Fahrzeuge da jetzt einsetzen müssen oder zuweisen müssen. Fahrer 104, dann kommt Fahrer 105 und so weiter und so weiter, bis wir hier alle Linien, alle Viererumläufe sozusagen drauf haben oder zugewiesen haben. Da haben wir einmal den Lieferanten, wahrscheinlich für Ersatzteile, so wie es aussieht. Für Verzögerung von Ersatzteilen. 16 Uhr sind die erst da. Heute 16 Uhr. Ja, gut. Okay. Wenn es Lieferengpässe gibt, dann gibt es eben halt Lieferengpässe. Ist zwar nicht so schön, aber was soll man machen, wenn es eben halt Engpässe gibt? Kann man nichts dran machen. Oh, Wagen 135. Ist beschädigt. Bringen wir das Fahrzeug einmal in die Werkstatt. Scheibenwischer in Stand setzen. Und dann haben wir hier nochmal die Linie 188 und 688. Das wollte ich eher damit ausdrücken. Fahrer 109. Wagen 162. Und dann noch eine Hestramp wieder. Mit Fahrer 110. Gut. Dann gucke ich nochmal nach weiteren Solo-Fahrzeugen. Oh, da sind jetzt einige dabei. Guck ich mal, ob ich den O405 hier bekomme. 28.000, wunderbar, das Fahrzeug haben wir bekommen. Wie viele Fahrzeuge habe ich da denn jetzt hier drin stehen? 179. Sehr schön, 179 Solo-Fahrzeuge. Licht, Reifen, Bremsbeläge einmal neu machen. Und dann kommt gleich noch mal ein Solowagen dazu. Kann mich jetzt momentan ein bisschen schwer entscheiden. Entweder den Mercedes Citaro Zweitürer oder den Volvo 7900S. Spricht mich eigentlich eher mehr das Fahrzeug an, weil das Fahrzeug günstiger ist und eigentlich auch noch in relativ sehr gutem Zustand ist. Und damit haben wir jetzt schon über 180 Fahrzeuge, was ja auch keine
Also jetzt haben wir es ja erreicht, aber trotzdem nichts Alltägliches ist sozusagen, ne? Gut. Dann einmal Fahrer 111, bitteschön. Da habe ich ihn. Nimmt das Fahrzeug mit und Fahrer 112 nimmt Wagen 115 mit. Gut, wenn einer der beiden Fahrzeuge dann gleich fertig ist, dann werde ich eins erstmal dann nach Langfelde sozusagen umsiedeln lassen, weil da brauchen wir sowieso mehr Solo-Fahrzeuge. Und dann wäre es sinnvoller, dort die Fahrzeuge nach und nach dorthin bringen zu lassen oder dort auch dort einsetzen zu lassen. So, das Fahrzeug muss noch einmal gereinigt werden. Das Fahrzeug wurde getankt. So, fährt nur Wagen, glaube ich, 100 war, dass der gerade auf Strecke geht. Wagen 179 in der Waschstraße. Oh, 60.000 haben wir jetzt an. Okay. 60.000, aber das kriegen wir wahrscheinlich auch noch irgendwie hier wieder mit raus. Sehe ich da eigentlich kein Problem damit, dass wir das nicht irgendwie wieder herausbekommen. Das Fahrzeug ist fertig und dann schicken wir das nach Langenfelde. Und das bleibt dann erstmal hier. Wagen 180, der bleibt dann erstmal hier. Wagen 62. So, dann haben wir jetzt noch eine Hestram da. Und die nimmt dann auch den etwas volleren oder stärker genutzten Umlauf von der Linie 4, 5, 109. Und hier da kommt gleich noch der nächste Umlauf dazu. Ja, man sieht jetzt auch, dass die Innenstadt wieder sehr gut belegt ist. Obwohl, die verteilen sich alles relativ gut. Ah, geht so einigermaßen, ne? Es ist jetzt wieder Linie 4, die wieder relativ stark genutzt ist. Wäre vielleicht ratsam, Verstärker einzusetzen. Auf der 180, das ist die Vertragslinie. Auf jeden Fall ein Verstärker. Fahrer 243. Mit in Capacity. Und dann setze ich nochmal einen Verstärker auf die 5 ein. Auch mal mit Fahrer 244. Oh, jetzt sind eigentlich so gut wie alle Linien davon betroffen, ne? Müssen wir dann wieder Fahrzeuge zuweisen. Oder obwohl, eigentlich haben wir noch ein bisschen Luft drin. Und momentan nur ein Fahrzeug benötigt. Na sowas. Wann jetzt ja das nächste Fahrzeug verkehrt, weiß jetzt auch keiner, ne? Aber das Fahrzeug kommt wieder rein, oder wo fährt es hin? Ne, das fährt dann auf der 4, okay.
Aber jetzt müssen wir erstmal langsam dafür sorgen, dass die nächsten Fahrten zugewiesen werden. Weil sonst werden wir dann Probleme haben. Bei der Durchführung der Fahrpläne sozusagen. Und das ist wirklich nicht das Wahre. Das Fahrzeug ist zugewiesen. Gut, dann Wagen 17. Fahrer 121. Die Wagen 149. Und Wagen 55. Dann kommt jetzt Fahrer 122. Fahrer 123, Fahrer 124. Wunderbar. Und Fahrer 125 auf Wagen 8. Fahrer 126 auf Wagen 69. Fahrer 127. Auch wieder ein Solowagen. Wagen 180 können wir dann dafür einsetzen. Aber vorher noch mal in die Lackierhalle schicken. Damit das Fahrzeug eine Hamburger typische Lackierung gibt. Oder besser gesagt bekommt. Und das gibt es auch, so das weiß ich. Und dann bekommt das Fahrzeug auch natürlich die eine Hamburger typische Lackierung. Fahrer 129, Fahrer 130. Oh, man kann jetzt gut sehen, dass die durch das Stadtfest die Linien wieder relativ voller werden. Und dadurch verdienen wir dann wieder gutes Geld. Was wir dann auch dafür verwenden werden, um unser Angebot ausbauen zu können, ne? Oder besser gesagt zu verbessern. So, und Wagen 72. Für Fahrer 133. Sehr schön. So. Linie, ne, gesagt, nein, Linie 5 kann nochmal einen Verstärker verbekommen. Hier erstmal Lackierung anpassen. Jo, genau, das ist die Lackierung, die er bekommen soll. So, und dann hole ich mir jetzt endlich mal hier den einen Verstärker auf die 5. Und Fahrer 245. Und Wagen 67. Und der Linie 6, ja, geht eigentlich noch so, ne? Aber der 688 verpasse ich nochmal noch einen Verstärker. Sehr schön. Dann sind wir einmal wieder Wendemuthstraße. Geht's weiter mit Fahrer 5. Und wieder der Linie 111. Mit Fahrer 334. Sehr schön. Langenfelde. Da ist unsere. Ist das Neufahrzeug sozusagen. Fahrer 8. Und wieder zurück im Hauptdepot. Fahrer 136. Wagen 74. Dann nochmal ein Solowagen. Wagen 34. Fahrer 135. Nochmal die Linie 4. Für Fahrer 100. Ist eigentlich gestresst. Na gut, dann kommt dann auch ein Reservefahrer drauf. 243 und Fahrer 137. 137 kriegt einen Tag frei. Einmal in den Urlaub, bitteschön.
Fahrer 1 ist zwar schon unterwegs. Gut, dann kommt Fahrer 6. Und dann Fahrer 138. Gut, da habe ich ihn. Wagen 82. Und Fahrer 235. Sehr schön. Und Fahrer 236. Gut, wieder Langenfelde. Haben wir hier zwei Zuweisungen dann, aber dafür haben wir dann jetzt auch wieder erstmal noch ein paar Fahrzeuge da. Ist ja auch sehr gut. Und dann geht es wieder zurück ins Hauptdepot. 263 hatte ich auch schon. Gut, dann kommt jetzt Fahrer 139. Der bekommt wahrscheinlich als nächstes bei seiner nächsten Zuweisung wahrscheinlich einen freien Tag. Das sehe ich schon kommen. Und Fahrer 140, der scheint da noch ein bisschen Luft nach oben zu haben. Also bei denen dauert es noch ein bisschen, bis der dann sozusagen einen freien Tag bekommt. Fahrer 141, wieder Wendemuthstraße. Fahrer 7, hier kommt Fahrer 142. Auch ein Solowagen. Solo, da. Dann nochmal hier Langenfelde und noch einmal Langenfelde. Gut. Aber auf jeden Fall sieht man das jetzt sehr gut. Sehr viel zu transportieren. Oder wie gesagt, relativ viele volle Haltestellen, ne? Aber nicht genau aussagen. Also wenn mehrere Linien an einer Haltestelle starten, also finde ich jedenfalls so, dass es dann nicht mehr so einfach ist herauszufinden, wo jetzt die Fahrgäste genau hin möchten. Oder sagt er an, welcher Bus jetzt als nächstes kommt oder was? Und zwar in welche Fahrtrichtung es kann ich mir dann zwar schon so ein bisschen vorstellen, aber es ist nicht so ganz einfach, finde ich. Gut, Linie 109. Ja, teilweise relativ bis zu 2 Minuten Verspätung. Aber das ist auch damit hinauszuführen, weil eben halt die Linie so stark genutzt ist, ne? Das kann man sehr gut daran erkennen und teilweise auch durch die Mönckebergstraße ist das auch sehr gut zu erkennen, dass dort die Fahrzeuge eben halt ein bisschen länger brauchen, ne? Soll ich das so durchführen, wie die Hochbahn das jetzt macht? Nur noch 3 Linien hier durchzuschicken und den Rest alles über die Steinstraße zu machen? Sehe ich als momentan eigentlich nicht so einfach an. Und hier verkehrt der 109er sogar schon im Doppelpakt. Könnte man vielleicht auch überlegen, auf der Linie 109 auch noch einen Verstärker einzusetzen. Weil jetzt würden hier 2 Busse auf der kompletten Linie eigentlich gar keinen Sinn mehr ergeben. Ach so, nee, den habe ich ja schon. Gut, genauso wie der Bus jetzt hier verkehrt, hatte ich mir eigentlich den Verstärker auch mehr oder weniger vorgesehen. Aber wenn ich das schon gemacht habe, dann ist das hier eigentlich relativ gut, ne? Das ist der Mittelläufer-Verstärker hier auf der 4. Und fährt wahrscheinlich gleichzeitig mit dem 5er hier los. Mit im Konvoi eines zweiten Vierers, der etwas Verspätung hat, um genauer gesagt, vielleicht um 1 Minute.
Aber besser als gar nichts. Aber durch solche Sonderverkehre haben wir eben halt, wie gesagt, relativ sehr viel zu fahren. Das sieht man auf jeden Fall. Oh, wieder auch sehr viele leere Felder. Haben wir auch nicht jeden Tag. So, Rundenfahrer 143 ist gestresst. Gut, dann kriegt der einen Tag frei. Kommt einmal Fahrer, Moment. 244 drauf. Und Fahrer 100. Wo hab ich den denn? So, den. Ne, warte, ne, Moment. Das war ein Zahlendreher. Da. Der bekommt auch einen Tag Urlaub. Sehr schön. Und dann ist jetzt Fahrer 44 dran. Nimmt Wagen 63 mit. Dann sind wir einmal wieder hier. Wendemuthstraße. Und dann sind wir jetzt wieder im Hauptdepot. Brauche ich einen Solowagen? Da. Wagen 151. Sehr schön. Wagen 57, dann wieder lang im Felde. Fahrer 113, die 15 unterwegs. Hier oben haben wir noch zwei stehen, die aber dann auch schnell zugewiesen sind. Oder besser gesagt, schon schnell wieder unterwegs sind sozusagen, ne? Sehr schön. Nur für die Linie 4, die wir dann gleich haben. Ah, wenn man von Teufel spricht, kommt eine Hestramp wieder rein. Genau, auf das Fahrzeug habe ich gewartet, um das Ding auf der 3 einsetzen zu können. Sehr schön. Läuft ja alles wie reibungslos, alles wie geschmiert hier das Ganze, ne? Alles wie geschmiert, nur eben halt alles ohne Schmiermittel sozusagen. Gut, weiter in Contents. Eigentlich noch mal eine Linie, auch noch mal eine Hestramp, ne? Aber kommt da noch eine rein? Sieht eigentlich nicht momentan danach aus, ne? Vielleicht haben wir Glück, vielleicht auch nicht. Jo, da haben wir, da kommt eine, kommt sogar noch eine. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Fahrer 150. Na komm. Jetzt bist du drauf. Gut, dann wieder Wendemuthstraße. Mit Fahrer 10. Um dann hier auch, wie gesagt, die Linie 9 mit hier bedienen zu können. Brauchen wir noch ein paar weitere Fahrer. Und dann haben wir hier sogar zwei gute, die sogar schon ausgelernt sind. Und auch schon einen gewissen Erfahrungsgrad haben sozusagen. Die nehme ich dann mit hier in den Betrieb hier sozusagen mit auf. Das wird auf jeden Fall was werden dann. Sehr schön. Muss ich die jetzt hier noch, wie gesagt, auch noch hinzuweisen. In die Liste mit aufnehmen. Oh, sag mal, jetzt finde ich das hier wieder nicht, ne? Doch, da. Jetzt habe ich's. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Schnell weiter im Hauptargument oder Hauptcontext sozusagen. Im Hauptprogramm. Die nächsten Fahrten zuzuweisen. Das waren zum größten Teil auch hier Verstärkerfahrten, die hier mehr oder weniger auch durchgeführt wurden, was ja auch nicht schlimm ist, sondern im einigen Fahrbereich sogar auch mehr als notwendig ist. So, Linie 5, da nehme ich hier Wagen 100, 150,
Oder auch Wagen 141 ist sogar auch noch groß genug dafür. Nehme ich das Fahrzeug und hier kommt dann Wagen 50 drauf. Dann kommen gleich wieder zwei Hestrams-Einsätze für die Linie 4, 109 und einmal mit der 5. So, Fahrer 156 und Fahrer 157. Und hier reicht auch normales Großraumfahrzeug aus, Wagen 5. Der ist dafür vollkommen ausreichend. Aber schon wieder eine Hestramp. Wagen 143 ist der schon da. Kommt der rauf. Und hier kommt dann Wagen 54 drauf. Wagen 65 kommt gleich in die Werkstatt. Wenn ich hier Fahrer 60 zugewiesen habe. Einmal nur Scheibenwischer. Gut. Fahrer 161. Und Fahrer 162. Fahrer 163. Wagen 22 muss auch in die Werkstatt. Auch wahrscheinlich sowas Banales wie Scheibenwischer oder irgendwie sowas, ne? Nee. Ja, Blinker. Also im Grunde auch, ja, was ganz Banales sozusagen. Ja, jetzt haben wir aber hier schon alle zugewiesen, ne? Aber da kommt schon das nächste Fahrzeug wieder rein. Wunderbar. Also halb so schlimm hier eigentlich Panik zu machen, ne? So, die Neuerwerbung von den Solo-Fahrzeugen, die ist dann jetzt sozusagen auch mit abgedeckt worden. Und dann können wir gleich mal gucken, dass wir hier weitere Fahrzeuge beschaffen können. Oder weitere Fahrzeuge, besser gesagt. So, dass wir hier dann auch noch genügend Solo-Fahrzeuge zur Verfügung haben. Wenn wir sie benötigen, dass wir die dann auch mit einsetzen können, ne? Natürlich auch eine sehr wichtige Sache. Oh, da bin ich jetzt wieder etwas zu schnell. Aber es kommt ja wieder eine Hestram rein. Kurz mal gucken bei den anderen Umläufen. Hier eigentlich alles relativ voll. 14 Minuten Verspätung. Naja, gut, okay. Aber dürfte der nächste Vierer wahrscheinlich auch ein bisschen mit unterstützen, ne? Oder spuckte der hier die meisten Fahrgäste via Dammtor wieder aus? Eigentlich nicht, oder? Doch, also 29 Fahrgäste hat er hier ausgespuckt. Und die anderen... Fahrplan 1. 50, 60, fast 60 Fahrgäste konnte er mit aufnehmen. Oh, ging hier. Also so wie es aussieht... Ah, hier wird er, also Bundesstraße, da lässt er viele Fahrgäste raus. Da lässt er viele Fahrgäste raus. Kurz mal hier, Linie 4 war das, jo, Linie 4. Verstärker. Langenfelde, Verstärker Nummer 2 bis Bundesstraße. Okay, der fährt bis Bundesstraße und startet dann auch von der von Schlumpf aus wieder. Okay, dann habe ich das auch schon drin. Gut, dann habe ich das auch schon drin. Okay. Alles schon Sachen, die ich schon in Zukunft sozusagen mitgeplant habe, ne?
Hier brauche ich einen Verstärker. Fahrer 200. Och, jetzt kommt 45. Wagen 52. Hier ist ein defektes Fahrzeug, das sehe ich sofort. Reifen machen wir auch gleich einmal mit neu. Und Linie 4 wieder. Muss mal gucken, ob ich hier noch defekte Fahrzeuge finde. Bis auf das eine Fahrzeug da. Das, was uns eben ja schon aufgefallen ist. Aber nur alle Fahrzeuge gut. Dann machen wir hier kunterbunter weiter, ne? Sehr schön. Und Fahrer 169. Wunderbar. Und Fahrer 170 nimmt Wagen 105 mit. Und da kommt schon der nächste Solo-Umlauf, aber halb so schlimm. Haben wir jetzt momentan genügend Solo-Wagen momentan da. Und dann gucken wir nochmal nach weiteren gebrauchten Solo-Fahrzeugen. Nur wieder noch einen weiteren O405G, ansonsten ist nichts dabei. Sehr schön. Das ist dann Wagen 181. Einmal in Stand setzen, Blinker und Reifen einmal neu machen. Zwei Nachrichten. Guten Morgen. Wegen des Familienzuwachs komme ich mit dem aktuellen Gehalt nicht aus. 50 Pfennig mehr. Sehr geehrte Damen und Herren, wir haben das Fahrgastaufkommen der 188 genau analysiert. Und wir sind zu dem Schluss gekommen, dass Änderungen am Fahrplan notwendig sind. Bitte richten Sie sich ab morgen nach dem neuen Fahrplan mit freundlichen Grüßen. Bisherige Intervall 120 Minuten, jetzt jede Stunde einmal sozusagen, wenn man es so betrachtet. So, und wieder gebrauchte Fahrzeuge kaufen. Das ist dann Wagen 182, wenn wir es bekommen. Sehr schön. Auch ebenfalls einmal instand setzen, Blinkerreifen, Bremsbeläge, Keilriemen und Motoröl gleich neu machen. Dann sind wir damit auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Gut, wieder ein Solo-Umlauf für Wagen 114. Und Fahrer 175, glaube ich, müsste dran sein. Ne, 74. Wagen 112. So, nimmt er jetzt hier alle mit? Oder wie wird's? Läuft das jetzt hier ab? Oder auf welche Linie warten die? Linie 5, Niendorf Markt. Wann fährt denn hier der nächste Fünfer ab? Aha, um 1. Wie häufig verkehrt der Fünfer eigentlich? Jetzt würde mich mal kurz... ach so, alle 20 Minuten. Wir haben hier mittlerweile 5 Fahrzeuge. Wenn ich das auch runter auf 15 Minuten stelle, sind es sogar schon 7 Fahrzeuge. Kommt da auch schon einiges zusammen. Moment, das war zu viel. Also 7 Fahrzeuge, dann kurz mal den Fahrplan angucken. 4.33 Uhr, jo. Können wir dann hier am Fahrplan auch noch ein bisschen was umändern?
Aber ist wie gesagt erstmal nur vielleicht eine grobe Schätzung. Aber Fahrzeuge und Personal haben wir ja da, um die Linie 5 ebenfalls häufiger fahren zu lassen. Jo, mache ich das. Setze ich das dann jetzt um. Ebenfalls am Freitag. Da haben wir gerade einen Anruf reingekommen. Gucke ich mir das kurz mal an. Fahrer 32. Ja, kann er machen. Da habe ich momentan nichts dagegen. Aber nochmal zurück zum Fahrplan der Linie 5. Jetzt fährt er auch alle 15 Minuten. Und gucken uns den Plan hier mal genauer an. Kurz mal gucken. Hat die Linie 5 denn überhaupt Verspätung? Oder, also, wie hoch ist der Verspätungsgrad? 1,5 Minuten im Durchschnitt. Oh, Umsatz ist auch relativ gut. Auslastung. Oh, geht so, ne? Gut. Also erstmal die Endhaltestelle ist ja Niedendorf Markt, müsste das sein? Ja, genau. Da haben wir 7 Minuten Aufenthalt. Gut. Gärtnerstraße ist ja momentan bei uns ein wichtiger Umsteigepunkt in die eine andere Linie. Ich glaube, die Linie 20 müsste das sein. Und dann gebe ich ihn nochmal am Dammtor-Bahnhof nochmal 1 Minute drauf. Dasselbe kriegt er natürlich dann auch auf dem Rückweg. Dammtor und Gärtnerstraße. Gut. 4.37 Uhr. Ja, dann hat er hier auch noch ein paar Minuten Zeit. Gucken, was sich da hier am Fahrplan geändert hat. So einiges. Aber auf jeden Fall zwei Fahrten mehr. Die plane ich dann hier schon mal so mit ein ins Register. Dann kommt in Fahrergruppe 1 Fahrer 241 und 242. In die 2 kommen Fahrer 243. Und Fahrer 244. In die 3 Fahrer 245 und 246. 48 und in die 5 249 und 250. Sehr gut. Die muss ich dann mal aus der Reserveliste sozusagen herausnehmen. Da die ja sozusagen jetzt wieder zugewiesen sind, ne? Sehr gut. Sehr gut. Gut, 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 gut. Dann übernehmen wir das Ganze so. Ja, da gab es wahrscheinlich, bin ich dann versehentlich auf die Taste gekommen, dass ich wahrscheinlich ein bisschen irgendwie abgebrochen habe. Ist mir eben gerade aufgefallen. Aber halb so schlimm. So, aber wie gesagt, dann haben wir jetzt die 5 ein bisschen angepasst. Dann fahren jetzt eigentlich relativ viele Linien, glaube ich, im regulären Zustand. Stadion, hohe Luft. Eine Evakuierung. Die werden nur. Ja, gut, da müssten wir eigentlich relativ. Gut, dann nehmen wir erstmal die ganzen Reservefahrer, die wir hier haben.
fangen wir, wie gesagt, unten an. Fahrer 373. Und nehmen wir dafür die großen Großraumgelenkbusse sozusagen, ne? So, drei Fahrzeuge habe ich dafür zugewiesen. Kommt Fahrzeug 4. Fahrzeug 5. Fahrzeug 6. Fahrzeug 7. Fahrzeug 7. Fahrzeug 8. Dann, jetzt kommen doch meine hier. Fahrzeug 9. Moment, mal schauen. Fahrzeug 9. Und dann kommen jetzt noch zwei Fahrzeuge. Die dafür eigentlich ausreichen müssten, ne? Wo ist das Ding überhaupt? Stadion, hohe Luft. Ach, da oben. Gut, dann schicke ich hier nochmal zwei Zusatzfahrzeuge los. Um einfach hier genügend Fahrzeuge zu haben, ne? Ach, dann nehmen wir vielleicht besser gesagt alles raus, was wir hier noch sozusagen da haben. Und dann machen wir jetzt mit dem regulären Fahrplan weiter. Da muss ich kurz mal gucken, wo ich stehen geblieben bin. 170er war das, glaube ich. Ja, genau. Fahrer 175. Also zugewiesen. Fahrer 176. Nimmt das Fahrzeug. Und Fahrer 167. Nimmt Wagen 107. Oh, jetzt komm. Ah, jetzt habe ich da die meisten zugewiesen. Halt nicht schlimm. Gut. Fahrer 180 auf Wagen 152. So, Fahrer 180, genau. Dann folgt einmal Fahrer 181 und 182. Sehr schön. Gut, da habe ich ihn. Als nächstes kommt dann Fahrer 183. Na sowas. 183, Fahrer 184. Und darauf kommt dann Fahrer jetzt 237. Oh, hat das Spiel sogar schon rausgesucht. Das ist doch gut. Und auch den nächsten? Nein, leider nicht. Fahrer 238 müssen wir selber raussuchen. Aber hier haben wir fast perfekten Umlauf für Wagen 36 mit Fahrer 247. Und hier kommt Fahrer 248 drauf. Ebenfalls mit einem Solowagen. Ja, läuft das so, wie ich das geplant habe?
Grunde eigentlich schon, ne? Ja, das hat wunderbar. Wunderbar, aber wo... Ach, da... Hä? Ach so, Sternschanze Messe. Aha, bis zur U-Bahn-Haltestelle hier, okay. Ja gut, okay, wenn es eben halt so sein soll, dann wird es eben halt so gemacht. Aber kommt mir eben halt ein bisschen merkwürdig vor. Aber naja, gut. Wenn es so sein soll, dann so, ist es eben so, ne? 185, wieder der nächste Solo-Umlauf. Da, Wagen 21. Subi. Wagen 48. So, Fahrer auf jeden Fall aus der 80er Gruppe. Da bin ich gerade. Ja, Fahrer 88 und 87 habe ich wahrscheinlich versehentlich so hier und da so versehentlich übersprungen, ne? Aber kann ja auch mal vorkommen. So, Fahrer 90 ist dann jetzt dran. Oh Gott, da ist er. Sehr schön. Oh, unsere beiden Neuerwerbungen sind fertig. Die schicke ich allerdings nochmal in die Lackierhalle. Bevor ich die sozusagen zuweise. Also wo sie dann sozusagen dann unterwegs sein sollen. Fahrer 191 oder irgendwie sowas in der Richtung muss das sein. Ja, Fahrer 191. Sehr schön. Wieder zieht Capacity, Wagen 104. 196. Der ist gestresst. Der kriegt einen Tag frei. Bitteschön. Dann einmal wieder Wendemutstraße. Und da kommt ein Reservefahrer drauf. Jetzt Fahrer 251. Kurz mal schauen. Wagen 126. Und das Fahrzeug kommt in die Werkstatt. Sehr schön. Gut. Obwohl, das Fahrzeug können wir auch umsiedeln. Dann haben wir ja hier noch zwei da. Einer kommt ja gerade in die wie hieß es hier nochmal? Lackierhalle. Hat die da nicht auch noch irgendwas Neues angefangen sozusagen? Muss ich jetzt kurz mal gucken. Da habe ich noch nichts. Schade. Markauf habe ich schon. Ist noch nicht ganz fertig, aber gucke ich noch mal weiter. Jo, genau, ist noch nicht fertig. Muss ich da doch weiter dran arbeiten. Na gut. gut. Schade, ich dachte, ich hätte da mehr Sachen fertig. Nee, da ist nichts drin.
Oh, gut, nehme ich die Lackierung mal wieder. Aber man hat auf jeden Fall gesehen, dass ich auch noch an weiteren Lackierungen arbeite. Also Nachschub kommt da in diesem Fall auf jeden Fall sozusagen sowieso noch mit dazu. Nur, das wird eben halt ein bisschen dauern, bis diese Lackierungen sozusagen dann endgültig fertig sind. So. Gut, ja, hier kommt ein Wagen in die Werkstatt. Scheibenwischer, Bremsbeläge und... Oh, wir haben keine Bremsbeläge mehr. Gut, dann müssen wir welche nachbestellen. Bremsbeläge. Ja, bestellen wir gleich 9 Stück. Und das müsste dann auch reichen. Gut, der kommt auch noch mal nach Langenfelde. Und dann gucke ich hier noch mal nach weiteren gebrauchten Gelenkbussen. Der kriegt was anderes. Nicht Eon Hanse, sondern Vielmann. Sehr schön. Und nochmal nach gebrauchten Fahrzeugen gucken. Würde ich einmal das Fahrzeug beschaffen. Einmal auch schon wegen dem Motorschaden. Würde ich das Fahrzeug relativ günstig haben. Wunderbar, das Fahrzeug habe ich bekommen. Und das ist dann Fahrzeug... Moment. Fahrzeug 182 müsste das sein. Oh, bereits vergeben. Dann müsste es vielleicht 3 sein. Jo. 183. Gut, das Fahrzeug einmal instand setzen. Motor tauschen, Reifen, Motoröl und Bremsbeläge. Gut. Haben wir einiges wieder geschafft. Relativ viele neue Fahrzeuge gekauft. Linie 5 angepasst und noch relativ viele kleine Nebenheiten und Feinheiten sozusagen gemacht. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt doch ruhig dem Video einen Daumen nach oben und abonniert den Kanal, wenn ihr mehr sehen möchtet. Und das würde mich auch sehr, 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 sehr freuen. Und lasst doch Vorschläge und andere Ideen, die ihr habt, vielleicht in den Kommentaren. Bis denn und tschüss.